Jo Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Heute suchen wir eine relativ große Spinne. Guckt mal, was ich hier gefunden habe. Was meint ihr? Ist die Höhle von einer abolischen Tarantel gebaut worden? Oder ist die Höhle von einer Grille? Schreibt es in die Kommentare. Wir gehen weiter. Hier ist es voll diesen unheimlichen Spinnennetzen. Wo könnte diese Spinne sein? Ich weiß es nicht. Wo könnte die Spinne bloß sein? Vielleicht hier? Nee. Was ist das? Was ist das da hinten? Könnt ihr das da sehen? Seht ihr das da? Oh mein Gott! Da ist eine Kreuzspinne. Guck mal, wie groß die ist. Du Scheibenkleister! Ich wusste gar nicht, dass sie so groß werden können. Meine Güte! Komm, wir machen mal ein paar Nahaufnahmen von der Kreuzspinne. Hier ist die Spinne. So eine große Kreuzspinne habe ich noch nie gesehen. Wenn eine Spinne bei euch zu Hause sein sollte, dann macht sie nicht platt, sondern fängt sie so. Und dann noch ein bisschen bewegen und dann krabbelt die Spinne freiwillig von alleine rein. So braucht man keine Spinnen töten. Eine wirklich schöne Spinne. Diese Spinne ist für uns Menschen aber nicht gefährlich. Ihr Biss verursacht gerade mal eine leichte Rötung und Schwellung an der Bissstelle. Das war's aber auch schon. Trotzdem gehört diese Spinne zu den giftigsten Spinnen in Deutschland. Hier sind noch zwei Weberknechte. Das sind wohl doch drei. Was passiert, wenn ich den Weberknecht anfasse? Der ist runtergefallen. Und bei denen hier? Hier ist noch ein Weberknecht. Direkt der nächste. Guck mal, wie groß der hier ist. Der ist fast so groß wie meine Hand. Ach du Scheibenkleister. Heute wartet wieder viel auf mich. Hier ist direkt die nächste Spinne. Und zwar eine Huntsman-Spinne. Um genauer zu sein, eine Krabbenspinne. Ganz schön schnell, oder? Okay, dann gehen wir weiter. Ach du meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so große Spinnen sehen werde. Also gut. Wo finde ich denn noch große Spinnen? Guck mal, was ich für eine Spinne gefunden habe. Eine Kugelspinne. Hier ist eine Spinne. Na los, stell schon scharf. Geht doch. Hier ist die Spinne. Die Spinne ist aber eigentlich wirklich klein. Also heißt das, wir müssen noch weitergehen. Was ist das hier unten? Das ist nur ein Blatt. Wo ist die Kreuzspinne? Wo?
Und hier ist wieder die Kreuzspinne. Ich finde keine Spinne. Wo sind die ganzen Winkelspinnen? Was ist hier nur los? Noch eine Höhle? Weil ich die Spinne doch nicht gefunden habe, müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter suchen. Immerhin ist es die größte Spinne Deutschlands. Ich bezweifle gerade eben, dass ich die Spinne finde. Ich habe beschlossen, einen zweiten Teil von diesem Format zu machen. Mit der Winkelspinne. Weil ich die nicht finden wollte. Ach du Kacke, da ist eine Motte. Ah, ich hasse Motten. Schon wieder ist hier so ein komisches Tier. Ich weiß wirklich nicht, was das für ein Teil ist. Ach du Scheibenkleister. Nee. Guckt euch einfach mal an, wie groß der Weberknecht ist. Der ist so groß wie meine Hand. Meine Güte. Ich gucke mal, wann ich die Spinne finden kann. Bis zum zweiten Teil von diese Spinne suche ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und tschüss. Yeah.